Und willkommen zurück hier beim Kraxel. Wieder dabei das KXL-Team. Schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 So. Ja, wir waren gerade noch am Quatschen hier mit unserer USA-Tour. Kann man hier natürlich mal super mit einbringen, gerade weil Hardcore, beziehungsweise das, was wir jetzt hier machen, habt ihr alles schon größtenteils gesehen. Und da könnt ihr natürlich euch jetzt hier, ja, zurücklehnen, entspannen und einfach ein bisschen zuhören. Zum Einschlafen vielleicht auch ganz interessant, ganz lustig. Warum auch nicht? So, jetzt muss ich ganz kurz hier gucken. Wow, die sind gar nicht so schlecht. So, Schmuck. Siehst du, Schmuck habe ich gar nicht gekauft. Flächenschaden. Nehmen wir das mit rein. Wie viel DPS habt ihr jetzt so? 16. 16? 49. Okay, okay. Swan, warte. Und 50,51. Sehr bald schön. Nix. Was? Ich habe halt nix. Jetzt guck mal. Ich habe jetzt auch alles gefunden bis jetzt. Braucht ihr hier jemand? Nehme ich wohl. Ja, komm hier. Armes Kind. Hab ich noch irgendwelche Items hier, die ich anziehen kann? Nee, sieht schlecht aus. Okay, so. Was müssen wir jetzt mal betreten? Leorix Korridor. Dann müssen wir hier irgendwo lang. Da, genau. Achso, wir haben noch Skills und alles, die ich noch gucken will. Was haben wir denn? Schlitzen haben wir schon eine Rune. Die nehmen wir natürlich mit rein. Zack, Schildstoß. Nehmen wir auch die Rune mit rein. Schwungangriff haben wir noch keinen. Und Provokation. Boah, das ist auch so ein Skill, den man, glaube ich, nicht braucht. Also ich fand den nicht so. Nee, ich ne? Ich habe ihn jetzt ein bisschen getestet. Und, den Eisenhaut, naja. Der hat also das. Ja, es ist 4 Sekunden lang. Das ist auch ein bisschen Verschwendung, ne? Ja, lass ihn erstmal so. Egal. Was mir noch leider negativ aufgefallen ist in den USA, das Wasser, ey. Alter Falter. Also, war vom Duschen ganz vom Duschen ganz zu schweigen, dass da überall Chlor drin ist. Du machst das Duschwasser an oder das Wasser allgemein und es riecht direkt nach Chlor. Hat halt immer so ein bisschen Schwimmbad-Feeling, wie ich finde. Ja. Aber wenn dir der da im Restaurant noch ankommt mit dem Wasser, ne, was auch Chlor drin hat, boah, nee, echt nichts für mich. Also man darf sich das jetzt vorstellen, in den USA ist das so, also in den meisten Restaurants jedenfalls, wo wir waren, da bekommt man natürlich kostenlos Wasser dazu. Oh, Level Up. Also sprich, ja, man setzt sich hin und hat direkt Wasser in der Hand. Also die schenken einem sofort Wasser ein, braucht man auch nichts für zahlen. Und Nachteil an dem Teuer, da ist Chlor drin. Man nimmt bloß eine Nase voll und hat direkt Chlor in der Nase. Das finde ich echt ein bisschen schade. Okay, bei den Leitungen ist das vielleicht normal. Genau, ich wollte gerade sagen, also besser ein bisschen Chlor als ohne Chlor, wenn dann da was ich was für Bakterien nachher so drin sind, ne? Ja, trotzdem spricht es nicht für die Wasserqualität. Nee, aber wie gesagt, guck dir an, wenn du Wasser in Portugal oder Spanien aus der Leitung trinken willst, tu es nicht. Haben die auch Chlor drin oder was? Nein, eben nicht. Nee, die haben. Ach so. Das ist ja das Problem. Da wirst du krank von. Ach. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass du irgendwie eine Durchfallerkrankung oder sowas kriegst, sehr, sehr hoch. Deswegen wird dir immer abgeraten, wenn du Portugal oder Spanien Urlaub oder irgendwie sowas machst. Okay. Immer Trinkwasser kaufen. Hab ich auch noch nicht gehört. Ja, weil es wirklich nicht. Also es ist trinkbar natürlich, aber. Es ist von abzuraten einfach. Ja, es ist davon abzuraten. Okay. Deswegen haben die Amerikaner einfach leichtes Chlorwasser, weil ja so einfach keine Infektionen oder sowas zustande kommen. Okay. Also du kannst ja auch ganz schnell beim Duschen oder so dir dann eine Bindehautentzündung oder sowas holen, wenn das Wasser nicht geklort wäre. Ja, naja, klar. Deswegen machen die es. Also es ist halt, ja, und das ist aber kein Phänomen. Also viele Länder haben das Problem, dass die Leitungen natürlich irgendwann nicht mehr so toll sind, wenn die älter sind. Und wir in Deutschland haben einfach das Glück, dass wir halt, ja, ich glaube, sagen, sie können doch relativ gute Leitungen haben. Ja. Ja. Beziehungsweise auch gewisse hohe Richtlinien einfach, die Richtig. Wir erfüllen müssen und die ganzen Stadtwerke erfüllen müssen. Richtig. Was natürlich gut ist, wie ich finde, ne? Genau, deswegen sind wir da wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen verwöhnt und ja. Zu Recht. Zu Recht, muss ich sagen. Das Chlorwasser ist halt nicht schön, aber es ist auch nicht schlimm. Also ja, es ist nicht schädlich, nee, das auf keinen Fall. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr ungewöhnt, ne? Wenn man hier aus Europa kommt oder aus Deutschland, ziehen wir es mal auf Deutschland, es ist wirklich sehr ungewöhnt, wenn man da das Duschwasser anmacht und erstmal so eine fette Prise Chlor ins Gesicht bekommt. Ja, es ist komisch, ne? Es ist echt wirklich sehr, sehr ungewohnt.
Was mir aber extrem aufgefallen ist, in den meisten Lokalitäten bestellt man Cola. Und was wir nicht wussten, dass man das dann praktisch... unendlich hat. Richtig. Ja, das ist aber überall so. Das ist in ganz Amerika so. Pass auf. Du hast immer, wo du ja. bist. Und wir haben auch viermal bestellt, ne? Und ja, und wundern uns, okay, der Kellner kam und hat uns nachgeschenkt, ohne zu fragen. Ja. Wie? Wollten wir gar nicht haben. Naja, nee, gut. Machen die auch noch. Ja, und bei den meisten Restaurants, pass auf, ich habe das erst einen Tag vorher bemerkt, dass das auf der Rechnung nur einmal abgebucht wird. Nee, und hab dann auch bei den meisten immer verneint, weil man achtet ja auch, Cola kostet ja teilweise da 5, 6 Dollar, je nachdem, wo ach, man so halt ist. Ja. Ja, Times Square in die Ecke, ne? Wir wollen ja größtenteils am Times Square essen. Und da ist das wirklich so teuer und achtet man natürlich nebenbei drauf. Die haben echt fast jeden Abend über 100 Dollar gelassen. Ja, ist echt nicht günstig. Ja, und ja, da einfach meistens immer gesagt, okay, nee, teilst dir ein, zwei Cola am Abend reichen dir, für wenn du halt essen gehst. Aber wenn ich gewusst hätte, dass man da echt umsonst saufen kann, hätte ich zugeschlagen, ey. Kann man auch, ja. Und das Geilste war, das beste Barbecue-Restaurant in komplett New York, kann ich nur empfehlen, ist das Virgil's, direkt in der Nähe vom Times Square, dementsprechend auch etwas leider teurer, aber einmalig, also wirklich einmalig, sau lecker. Und ich weiß nicht, ob der Kellner was Intus hatte, der kam dann auch alle 5 Minuten mit seinem Bottich voller Cola an und hat das einfach nur reingeschüttet, die Hälfte ging daneben. Also total witzig und das kann man sich vorstellen wie bei hier Dinner for One. So ungefähr kam der angetorkelt, weißt du, und hatte einfach nur seinen riesen Bottich, seinen 2-Liter-Bottich da. Ja. Einfach nur seitlich über unsere Gläser ausgeschüttet. Wie gesagt, die Hälfte immer daneben geschwappt und ich weiß nicht, ob der irgendwas Intus hatte, aber war an sich ein sehr, sehr netter Kerl. Ja, aber das mit dem Nachschenken ist eigentlich normal und Standard für gute Restaurants ist eigentlich auch, dass dein Glas nie leer wird. Also das ist eigentlich das Ziel des Service, dass du, wenn du da bist und bevor du gehst, das Glas mindestens halb voll ist immer. Also leeres Glas ist eigentlich ein Zeichen von schlechtem Service. Ach, okay. Weil das heißt, dass der Kellner dich vernachlässigt hat, nicht gemerkt hat, dass du ausgetrunken hast. Ja. Und ja. Hätte ich das mal vorher gewusst, ey. Ja, Scheiße. Das ist halt schlecht. Also normalerweise kommen die immer rechtzeitig vorbei und füllen nach, sobald sie das sehen. Okay. Das ist das habe ich nicht gewusst. Und ich glaube, wenn die damit aufhören, ich glaube, die Amerikaner würden Amok laufen, wenn es keine Freigetränke mehr geben würde. Das glaube ich gar nicht. Ist aber auch überall so. Also auch in den ganzen Fastfood-Restaurants. Ja. Da kriegst du meistens nur einen Becher in die Hand gedrückt. Den darfst du dann selber auffüllen mit was auch immer du willst und kannst halt so oft du willst da wieder hingehen und nachfüllen. Ah, siehst du sowas? Also klar, bei Mc's und sowas, da weiß ich das, aber... Genau, das ist überall so. In Restaurants hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also wie gesagt, wir haben das dann den letzten Tag gemerkt. Und dann natürlich auch schön immer gesoffen. Aber nun gut. Ist jetzt auch nicht, wo ich sage, okay, es hat mich jetzt hier den Urlaub vermiest. Was mir den Urlaub vermiest hat, war Air Berlin, ey. 6,5 Stunden Verspätung gehabt, der Flug. Boah, hätte ich auch kotzen können, ne? Wir kommen extra schon früh, weil man kommt ja mal ein bisschen eher, ne? Dann waren wir halb, ich weiß nicht, gegen 10:30, 11 waren wir am Flughafen. Und da stand dann schon die Meldung, okay, 13:30, der Flug wurde gecancelt, Ankunft 19:30. Ja, das... Ja. Und so war es dann auch, der Flug kam wirklich erst 19:30. Aber hatten wir auch, also unser Flug wurde ja auch einmal gecancelt, mussten wir auch eine Nacht in Phoenix übernachten. Ja. Ja gut, jetzt stehen uns 600 Euro pro Person Entschädigung zu. Ach echt? Ja. Cool. Haben wir schon mal die Hälfte der Kosten wieder raus, sozusagen. Bin mal gespannt, was bei rauskommt. Nee, aber das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, ey, das geht eigentlich gar nicht. Vor allem, das war ein Problem, was sie gewusst haben. Und zwar war da das Triebwerk kaputt. Und der Captain musste den Flieger Probe fliegen. Also, den Test fliegen sozusagen, ob das Triebwerk funktioniert. Und auch denkst, was zur Hölle? Ja, da musste der halt 3 Stunden irgendwo hinfliegen und wieder zurück. Mit dem Triebwerk. Ja. Das war der Grund. Ja, das Problem ist ja nicht, also klar wussten die das vorher, aber das Problem ist ja, die haben ja nicht einfach so Ersatzflugzeuge rumstehen. Also eine Airline rechnet ja irgendwie und kalkuliert das ja immer meistens so genau, dass es halt immer auch teilweise nicht klappt. Das ist ein No-Go, und, sowas geht nicht. Sowas ist, baut man auch nicht in einer Stunde ein oder so, da hätte man auch vorher mal irgendwie... Ich weiß nicht, ob die Nummern haben von uns, keine Ahnung. Das hat also meine fraue Freundin erledigt, aber... Also, das funktioniert bei Fluggesellschaften ein bisschen anders. Wie gesagt, die haben nicht wie bei irgendwelchen Busgesellschaften oder sowas, die haben keine Ersatzdinger. Das heißt, wenn ein Flugzeug kaputt geht, dann ist dieses Flugzeug weg. Das heißt, die Flüge fallen einfach aus. Ja, aber dann kann man auch Bescheid sagen. Ja, klar, kann man Bescheid sagen. Aber je nachdem, wie kurzfristig das ausfällt, ne? Wenn das nur irgendwas Kleines ist,
kann ja trotzdem sein, dass es dann eben testgeflogen werden muss. Die können dann halt eben nichts machen. So, das heißt, sie sagen einfach, okay, Flug fällt aus, Kosten trägt die Airline, Bums fertig aus. Ist auch die einfachste Lösung. Ja, klar. Das würde sich halt nicht rentieren, so ein millionenschweres Flugzeug dafür, die paar tausend Euro zu kaufen. Nee, und, das ist schon richtig, ja, aber also trotzdem ist es eigentlich, also, was mich noch extrem gestört hat, war halt auch, dass man keine Antwort bekommen hat, was los ist. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Also, du standst ja echt 6,5 Stunden die Beine in den Bauch und hast halt echt von nirgendwo eine Antwort bekommen, okay, fliegt denn der Flug überhaupt ab? Also, kommt er überhaupt? Oder was ist los? Also, nichts. Und das war so ein Ding, wo ich, also, das ging gar nicht, ja. Also wir waren auch auf dem Rückflug von San Francisco, sollten wir nach Phoenix fliegen und dann weiter nach El Paso. Hm. Und sind dann halt in Phoenix, haben halt gewartet auf unseren Flug und da stand auch die ganze Zeit dran, on time, ja. Also das heißt, dass er rechtzeitig kommt. Ja. Und ja, Boarding hätte dann anfangen sollen, haben wir gewartet und dann irgendwie so 20 Minuten nach der eigentlichen Boardingzeit sind wir nochmal hingegangen, gefragt. So, ja, geht gleich los, ne? Okay, wir haben uns wieder hingesetzt. Ja. Nochmal eine halbe Stunde gewartet, wieder gefragt, so, ja, geht eigentlich gleich los, kann sich nur um Minuten handeln. Ha. Ja, und dann irgendwie nach einer Stunde dann stand da dran, cancelled, zack. Ach du Scheiße. Dann alle Leute erstmal so, was? Und die so, ja, die Maschine hatte eine Maintenance, das heißt eine Wartungsarbeit, muss halt irgendwas gemacht werden und kann deswegen nicht mehr fliegen. Und da das der letzte Flieger an dem Tag war, konnten wir natürlich an dem Tag nicht mehr aus Phoenix wegfliegen. Ja, und haben dann ungefähr noch 2 Stunden am Flughafen gewartet, bis wir dann irgendwann mal zu einem Hotel zugeteilt wurden. Also deswegen, und wir haben auch nie was gesagt bekommen. Wir standen einfach nur rum und es hieß, ja, wir sollen warten. Ja, warten. Das ist echt so. Das ist scheiße. War das, ja, keine Ahnung. Und das Geilste war ja auch, dass uns gesagt wurde, ja, wir sollen auf jeden Fall am Flughafen bleiben, weil der eventuell früher kommen kann, der Flug, ne? Also sonst hätte man sich ja in Düsseldorf noch irgendwas angucken können. Ja. Auto hatten wir da. Ja, aber wie gesagt, also die Fluggesellschaft, die haben ja gewisse Pläne und das kalkulieren die halt einfach mit ein und ja, klar. Damit können die halt einerseits leben. Verständlich, aber andererseits muss man natürlich auch die Kunden verstehen. Und ich meine, Kunde ist König, da erwartet man einfach einen gewissen Standard im Sinne von Informationspolitik und vor allem auch im Sinne von, also wir haben 10 Euro Essensgutschein bekommen, was am Flughafen nichts wert ist. Ja, gar nichts. Also wer am Flughafen speist, der weiß, was 10 Euro da wert sind. Ich dachte nur in Amerika, möchtest du ein halbes Sandwich haben? Okay, $8. Ja, das war natürlich, also ja, ja, klar. Ja. Frühstück haben wir auch zu zweit immer so um die $30 bezahlt. Ja. Weil die meisten Preise sind ja da ohne Text angegeben. Genau, ist immer alles, ist ohne Text. Ja, bei manchen ist mit drin. Echt? Ja, manche, also wir hatten relativ viele, wo es mit drin war direkt. Na gut, vielleicht in New York, wenn das so ein bisschen Touri-mäßig angepasst ist. Ja. Ja, und dann noch den Tipp mit drauf, ne? Also Trinkgeld für die Kellner, muss man ja auch meistens mehr als auch noch in drauf. Ne? Ah, hör auf, ey, was. Also in Amerika sind 15-20% übrig. Ja, genau. Teilweise, also in den Restaurants, wo wir waren, die haben das schon automatisch mit drauf gerechnet. Ach Gott, echt? Ja. Ist ja frech. Ja. Also da war schon Guaranteed, keine Ahnung, wie es heißt, included. Ich muss nur ganz kurz in die Stadt. Und ey, wir haben so gerechnet, was die so bekommen müssten am Abend, ne? Also, wenn wir essen wollen, haben die meistens immer so um die $20 bekommen an Trinkgeld. So, und jetzt rechnen wir aus, wie viele Tische die am Abend haben und wie viel die bekommen müssen. Ja. Ich weiß nicht, das ist doch total unrealistisch eigentlich. Da kommt es ja auf $4,000-$5,000 im Monat. Also, weiß ich nicht. Mal ganz kurz hier gucken, wegen Schmuck und sowas. So. Kann ich irgendwas craften? Nützlichste. So, Level 7. Haben wir ein Level 5. Mal gucken wir mal. Wir können auch einen 2er machen. Level 9. Das ist doch mal was. Boah, ich kann 34 Waffen machen. Habe ich doch genug Metz gesammelt. Ja, sowas. Ist doch mal schön. So. Dann machen wir hier noch Armschienen Level 7, Level 8. Oh, da können wir mal Beinschutz. Der würde mich gleich verbessern, ja. Ja. Habe ich gerade gecraftet ganz schnell auf die Schnelle hier. Gürtel Level 9, das kann auch mal was werden. Sehr schön. So, Handschuhe nehmen wir auch mit rein.
was haben wir noch? Schild brauchen wir nicht. Doch, hier nehmen wir das 8er. Jetzt bin ich bei 81 DPS. 56. So. Stiefel, was haben wir da? Level 3, Level 4. Ja, komm mal, oder? Was haben wir denn da drauf? 10 Stärke. Ach, lassen wir. Ja, wunderhübsch, wunderhübsch. Ich finde schade, dass er keine 2N hintertragen kann. Ah, na gut, kann man nichts machen. Irgendwas verkraften. Falls jemand braucht hier. Bedient euch. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Hast du gerade gecraftet oder was? Kannst du haben. Ich habe ein anderes, ein besseres. Ah, sehr gut. Nehme ich mal mit rein. Guck mal ganz kurz. Gürtel habe ich jetzt einen guten gemacht. Handschuhe habe ich jetzt auch gute. Kopfschutz. Oh, lassen wir mal drinne. Machen wir mal 5 Schilder. Ach, weiß ich, das ist schweineteuer, ey. Alter Falter. Aber jetzt bin ich bei 88 Schaden. Immerhin. So. Wunderhübsch. So, Kathedrale 4, genau. Machen wir das noch zu Ende hier. Wo ist man überhaupt lang? Nach da unten. Ne, was auch sehr geil war, Central Park. Warst du da schon mal, Moni? Nee, ich war ja noch nicht in New York. Also außer flugzeugmäßig. Okay. Swan? Nee. Auch nicht. Keltax? Nein. Meine Güte, nee, ich war auch nur einmal da. Nee, ist aber, kann man echt empfehlen, ist sehr cool. Also, riesengroß, hätte ich nie gedacht, dass das Ding so groß ist. Ist halt mehr, echt schon fast ein Wald, kann man sagen. Und, echt sehr cool gemacht. Und da laufen echt die Eichhörnchen über die Straße und alles, also, die kennen da nichts. Handsam sind die Viecher. Also, die kommen da echt bis zur Hand und holen dir das Essen aus der Hand. War schon sehr cool gewesen. Weil ich auch nicht gewusst habe, dass New York praktisch auf Marmor gebaut wurde. Also okay. Das halt echt, das siehst du auch im Central Park. Dass da riesengroße, ja Marmor in Anführungsstrichen, also riesengroße Steinberge sind, Gesteinsberge. Und die waren halt, also dadurch können New York halt auch diese großen Wolkenkratzer bauen, weil da drunter der Grund so extrem fest ist. Durch die ganzen Gesteine. Habe ich auch noch nicht gewusst. Nicht praktisch. Ja. Ja, wenn du siehst hier, wie heißt es? Der Grand, komm, sag schon. Dieser riesen Bahnhof da. Grand Central Station. Genau, Grand Central, vielen Dank. Der Grand Central Station, da ist ja auch alles mit Stein vermarmort und Empire State Building auch überall Marmor drin und alles, ne? Also mit Marmor schmeißen die echt um sich. Ist auch so ein Ding, also im Grand Central Station ist ein Apple Store drinne. Kannst du halt sagen, linke Seite ist halt so eine Art Ein-Ausgang, ich weiß nicht genau. Und rechte Seite komplett so ein riesen Apple Store. Was auch sehr cool war, wir waren ja dann am Central Park direkt, ist nochmal so ein ganz großer Apple Store. Da siehst du bloß so ein Glaswürfel aus der Erde ran, mit so einem riesen Apple-Logo drauf. Und dann führt er einfach nur ein Fahrstuhl nach unten. Und das unterirdisch ist dann ein riesengroßer Store von Apple. Also sah schon echt imposant aus. Nehme ich wohl. Kannst du das gebrauchen? Nee. Kannst du ruhig Moni geben. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen. Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben. Voll von Bauern. So, machen wir Leroic noch schnell. Wie oft ihr jetzt ein erstes Legendary habt, müsste, oder? Was wohl kaum gerecht wird. Gute Frage. Das ist dann schlechter, oder? Stimmt. Ich glaube auch. Wobei ich echt... war so, aber es wurde gefixt, denke ich. Ja. Wobei ich ja echt immer ein Legendary bisher hatte. Ja.
Ich glaube, das war ursprünglich so, aber ich meine, das müsste gefixt werden. Ich würde es gar nicht schlecht finden, wenn diese großen Bosse hier wie Skelett King und Magda oder halt der Zerfleischer immer ein Legendary geben. Also halt beim First Kill. So, komm, steh auf, du Bumskeule. Hallo, der lebt eh nicht lange. Natürlich der Vorteil, wenn man hier auf dem Normalspiel, das geht so ratzefatze. Und sehr schön. Ah, kein Legendary. Nee. Ihr eins? Nee, nein. Wurde also gefixt. Schade. Immer einen netten Gürtel gefunden. Der gefallene Stern, ich bin und zu dich. So, jetzt mache ich auch 68 Schaden. Yay. Yay, Glückwunsch. Bin jetzt gerade bei 91. Sehr gut. Sehr schön. So, Level 11 haben wir erreicht, alle. Das ist doch vollkommen okay. Ganz kurz das ganze Zeug hier vercraften, was ich habe. Ja. Alles Müll. Haben wir noch irgendwelche Waffen, die wir machen können? Level 7 und Level 9. Was haben wir denn hier noch? Armschienen Level 7. Hier haben wir noch eine Hose. Level 8. Level 3. Ach, guck mal, können wir sogar... Achso, nee. Alles gut. 9, 9. 9. Level 3. Level 10. Okay, wunderbar. Ja gut, dann danke ich euch hier fürs Mitmachen und... wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Tschüss.